Ja, hallihallo. So, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Dating-Coach, Beziehungscoach. Diesmal wieder und es hat auch nur die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ich sitze übrigens auch am Kurs für Frauen dran, aber das wird ein bisschen dauern, denke ich noch. Ist mir jetzt irgendwie leichter, also obwohl ich ganz viel im Kopf habe, auch für Frauen. Ist es spannend, also für mich nochmal komisch, also irgendwie auch komisches Gefühl, das für Frauen zu machen, aber ich mache ja ganz viel für Frauen, also von daher ist vielleicht auch gerade die Sichtweise als Mann interessant und ich habe mich jetzt nicht dran. Macht die Selbstliebe-Challenge mit, ist ein bisschen untergegangen, startet gerade, kann man noch bis 10. Juli einsteigen und gibt es erstmal ein paar Monate nicht mehr dann. Ja, heute wollte ich einfach mal ein bisschen plaudern über, was ist gerade so los an Energien, was kriege ich da so mit von meinen ganzen Mails und in meinem, was man so hört. Und ich habe schon das Gefühl, dass nach wie vor, also bei vielen Leuten da Konflikte aufploppen ohne Ende, also Sachen auf den Punkt kommen, auch ich habe auch das Gefühl, wenn sozusagen, also jetzt, obwohl jetzt auf persönlicher Ebene, aber auch auf globaler Ebene, habe ich schon den Eindruck, dass auch Ungerechtigkeiten und auch Lügen auf den Tisch kommen. So. Aber es ist halt alles sehr konfliktreich. So, ne? Es ist nach wie vor sehr konfliktreich und wobei ich denke, es geht einfach darum, ja, dass wir jetzt endlich vorankommen irgendwie, dass wir unsere Sachen angucken, dass wir das innere Kind endlich heilen, dass wir das wollte ich auch nochmal betonen heute, dass wir so ins Herz kommen irgendwie, ne? Dass wir nicht mehr dieses Täter-Opfer-Spiel spielen, auch nicht mehr auch nicht mehr das Opfer, vor allem nicht mehr das Opferspiel spielen, wo wir immer auf die anderen gucken, was die gemacht haben, sondern bei uns selbst gucken und den anderen einfach nur so als Reflexion nehmen oder als als einfach Zeichen, wo wir dran arbeiten können, natürlich auch an Grenzen immer wieder. Also das scheint mir ein ganz großes Thema zu sein nach wie vor. Ist, glaube ich, erlebe ich so nicht so eine leichte Zeit, weil ich habe schon das Gefühl, wir werden bombardiert mit Themen irgendwie. Also dann ist wieder ein Corona-Ausbruch, dann ist wieder irgendwelche anderen Probleme, die es wieder gibt. Also wobei, ja, ich würde immer noch nicht so viel Medien gucken. Ich habe das Gefühl, die suchen nach wie vor immer das Negative raus. Aber ja, aber auch auf persönlicher Ebene, es kommt einfach auf den Punkt. Ne? Sachen kommen auf den Punkt. Und ich glaube schon, dass wir auch so angeschoben werden, jetzt endlich mal dieses toxische Beziehungsthema aufzuarbeiten und endlich mal, aber auch sozusagen nicht in Wut und Zorn auf unsere Exen gucken, sondern so im Herz bleiben und sagen, hey, ich bleib in einer guten Energie, in einer Herzenergie, auch wenn ich mich trennen muss, auch wenn ich Grenzen setzen muss, auch wenn der andere meine Grenzen überschritten hat. Also natürlich darf ich auch mal momentweise total wütend werden. Man kann sagen, so geht's nicht irgendwie, ne? Oder kann für mich einfach mal meiner Wut arbeiten und spüren und einen Boxsack hauen und so, aber dass ich eben trotzdem ja im Herz bleibe und sage, ja, also jeder ist am anderen Punkt und jeder macht das, was er gerade meint, was richtig ist, und ich habe auch die Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln und auch zu gehen oder mich gegebenenfalls abzugrenzen, aber deswegen muss ich nicht in Wut und Hass auf die Welt gucken oder weiß ich nicht. Also das scheint mir auch ein ganz wichtiges Thema zu sein, dass man, ja, dass man im Herz bleibt, weil wir entwickeln uns ja, wollen uns ja entwickeln, wie auch immer man das jetzt nennt, Richtung 5D, also dass man eben mehr verbunden ist mit Menschen, mit allen Menschen. Da geht es ums Herz, so, ne, im Herz sein,
nicht mehr so im Ego sein, nicht mehr diese Ego-Entscheidung zu treffen, nicht mehr das Ego so nach vorne zu stellen, nicht mehr aus dem Ego zu nehmen, ohne zu fragen oder auszuteilen, nur weil man wütend ist oder gekränkt ist. Und auch nicht mehr einfach so Sachen nur so aus so einer Nutzenperspektive zu sehen, welchen Nutzen habe ich denn jetzt, sondern ja, man, klar, man ist, hat sich im Blick, was man selber möchte, hat aber auch den anderen im Blick, was der braucht, und trifft auf dieser Basis aus dem Herz sinnvolle Entscheidungen. So, da scheint mir so der Weg zu sein. Und ja, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass dahin zu kommen, weil es wird, ich glaube, es wird nicht ewig funktionieren, dass man immer wieder dieses Täter-Opfer-Spiel spielen kann, in welcher Rolle jetzt auch immer. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, da rauszukommen und einfach das loszulassen und zu sagen, ich mach nicht mehr mit, das ist nicht mehr mein Spiel, so, ne? Ja, in diesem Sinne, ein paar Gedanken dazu, und ja, abonniert meinen Kanal, liked gerne, das vergesse ich immer wieder, schreibt mir Nachrichten, was ihr braucht, und guckt in die Kurse rein, und wir werden uns bald wiedersehen.